Also ich würde sagen, meine Waffenproduktion ist auf gutem Wege. Achtung, bereit, eure Lordschaft. Jetzt werde ich mich dann demnächst, nach dem Angriff, werde ich mich, wenn ich, ja, ich habe die Truppen des Schweins greifen an. Nahrung sieht gut aus. Oh, ja, Fernkämpfer, schön. Ich werde mich nach dem Kampf ein bisschen auf, die greifen da auch nicht, ja, aber die werden angreifen, wenn ich jetzt da was hinbaue. Aber ich kann es ja mal testen. Bogenschützen bereit. Oh. Feuer gefällig. Mein Bogen ist Feuer gefällig. Ja. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Das war doch ganz chillig. Und damit das hier auch weiterhin so chillig bleibt, baue ich hier wieder meinen Pechgruben etwas auf. Das kostet im Verhältnis zu dem, was ich an Militär bräuchte, um das aufzuwiegen, das ist, glaube ich, gar nicht umzurechnen. So, jetzt baue ich gleich mal richtig extrem dahin, und zwar 1, 2, 3, 4. Dann glaube ich, brauche ich auch eine Hütte. Und los geht's. Na los, Leute. Ich brauche Steine. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Kann ich Steuern auch verlangen? Ich habe 58er Bevölkerung. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Das ist gut. Dann kann ich auch gleich noch Bäckereien bauen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Und wie ich das kann. Es werden Rekruten benötigt. Ich habe keine Truppen, also muss ich gleich nochmal ein Bauernhaus bauen, dann kriege ich noch mehr Steuern und kann theoretisch vielleicht noch ein paar Bäckereien bauen, weil... Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. 66er Bevölkerung ist doch recht hoch. So, bezieht mal die Arbeit. Boah, meine Katze sprintet... Boah, jetzt bin ich aber erschrocken. Meine Katze sprintet hier durch das Zimmer, die hat wieder ihre 5 Minuten, glaube ich. Achtung! Ey, solange du mir nicht auf die Tastatur springst, das ist in Ordnung, gell? Mietzahl. Wir benötigen Holz. Wir benötigen Holz. So. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Noch eine Gerberei gebaut. Oh ja, oh ja. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt. Wenn ich den Stein auf einen großen Turm bauen, dann würde ich richtig abrocken. Weil dann könnte ich auf den Turm dann eine Balliste draufstellen und die würde schon aus großer Entfernung die abholzen können, die Gegner. Bin zur Stelle! Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Es werden Rekruten benötigt. So, ich kann jetzt auf jeden Fall, bin ich jetzt in einem Goldstatus, wo ich mir Waffen und so schon kaufen kann. So. Achtung! Ja, jetzt ist es. Jetzt dürfte das Level eigentlich kein Problem mehr sein. Es werden Rekruten benötigt. Zur Stelle! Vorwärts! Mein Herr, da stellen wir dann Leute sind auf dem Weg! Da stellen wir Leute drauf. Im Laufschritt! Und da stellen los. Leute drauf. Jawohl! So macht das Spaß! So muss das sein! Na komm schon! Und noch ein paar Bogenschützen. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Auf die Welle! Achtung! Bin zur Stelle. Also was ich etwas schade finde an Stronghold ist, dass die neueren Teile mir überhaupt nicht gefallen. Das letzte, was rausgekommen ist, was ich richtig geil fand, das war Stronghold Crusader Extreme. Und das Legend und das 2er und das 3er habe ich nicht mal gespielt. Die fand ich scheiße. Tut mir leid, bin zur Stelle. Fans, die ich jetzt vielleicht etwas damit beleidige, aber Leute, es werden Rekruten benötigt sein. Stronghold haben Drachen. Eure Befehle in das Bewegung. Meine, ich liebe Drachen. Ich habe einen riesen Drachen-Tattoo am Rücken. Ich liebe diese Viecher, aber die haben in diesem Spiel einfach nichts verloren. Achtung! Bin zur Stelle. Das ist kein Fantasy-Scheißdreck. Das ist hier nicht. Das ist hier ein gutes Spiel. Bin zur Stelle. Ich darf sowas nicht verhunzen. Das ist so traurig. Da hätte man so viel draus machen können, aber nein. Achtung! Entlegene Dörfer sahen eine Truppe des Schweins auf dem Weg in diese Richtung. Ja, vor dem einzigen, wo ich jetzt keine Angst mehr habe, ist das Schwein.
Guten Morgen, eure Lordschaft. Gott sagt Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. Achtung! Bin zur Stelle. Es werden Rekruten Waffen geschultert. So, jetzt kommt's mal, ihr Arschlöcher hier. Schaut mal meine Armee aus. Die Truppen des Schweins greifen an. Wow! Werden das immer mehr? Es werden Rekruten benötigt, Sire. Oh, bitte greift meinen Steinbruch nicht an. Lasst den Steinbruch bloß in Ruhe. Ich sag's euch. Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Boah, komm schon. Ihr müsst damit auf die Welle. Eure Lordschaft. Geht's ja nicht darüber. Lasst meinen Steinbruch in Ruhe. Bäm, 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 bäm. Da, 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 da. Ihr seid scheiße. Der Feind ist bezwungen. Ja. Wow, ich habe eine unglaublich große Feuerkraft. Und die sind trotzdem noch so weit gekommen. Also, wow, Pikiniere halt. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ja, das Problem, was ich an dem Level habe, ist, dass ich keine geschlossene Burg habe, die ich zu schließen. Da müsste ich hier rüber, hier und dann da hoch. Und auf der anderen Seite müsste ich bis dahin und dann von hinten würden sie nicht mehr raufkommen. Aber das wäre schon ein Stückchen, was ich abschließen müsste. Und dieses Gezielte durch diese enge Passage zu gehen, das gefällt mir eigentlich recht. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ohne das Feuer hätte ich noch weniger Chancen. Nahrung, ich werde immer stattlicher. Bin zur Stelle. Du fette Sau. Unsere Lebensmittelvorräte schwimmen. Wir verlieren euer ein bisschen Gold. Sollen wir ein bisschen auf Nahrung schauen? Was haben wir denn? Oh ja. Ich bin am Maximum. Achtung! Wenn man in so einem Stadium ist wie ich, dann unsere ist es Lebensmittelvorräte halt so, bei Extra-Rationen bekomme ich Lebensmittel dazu und bei Doppelration verliere ich Lebensmittel von der Tendenz her. Deswegen muss ich warten, bis mein Nahrungsspeicher jetzt wieder voll bin ist. Bin zur Stelle. Mein Kornspeicher, Entschuldigung. Bogenschützen dann kann bereit. Ich danach wieder auf Doppelration gehen und die Steuern wieder erhöhen. So, verkaufen wir den ganzen Plunder hier. Kaufen wir wieder ein bisschen was ein. Zack und zack und. Ach, es werden Rekruten benötigt. Ich könnte sein. Noch hier. So, machen wir das mal so. Dann kann ich auch gleich noch eine Hütte bauen. Dann können wir das Ziel etwas schneller erreichen. Ich habe eine ganz gemeine Idee. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ich glaube, ich ziehe das Level noch ein bisschen heraus. Das dauert eh schon so lange. Dann wird es halt in 3 oder 4 Teile. Das ist mir jetzt auch egal. Oder ich schneide es einfach auf 20, 25 Minuten. Mal schauen. Aber ich habe jetzt eine böse Idee. Ich möchte den Gegner jetzt ein bisschen beleidigen. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Schauen wir mal, dann baue ich hier mal eine Baumeistergilde. Und stelle 2 Euer Baumeister Gnaden. Her. Es werden Rekruten drei benötigt, hergestellt. Sire. Er braucht denn 3 Baumeister, keine Sau. Es werden Rekruten benötigt, können die denn alles herstellen? Dann können wir helfen. Achso, ja genau. Die können nichts herstellen, was ich nicht brauche. Achtung! Klar, die können Belagerungswaffen. Wobei Katapulte sinnvoll einzusetzen sind gegen Pikiniere und Schwertkämpfer, wie ich finde. Wenn du hier 10 Katapulte stehen hast und die hier hinschießen lässt und du triffst mit einem Stein ein Pikinier, da kannst du ihm ausrechnen, wie viele Pfeile du dir gespart hast. Kostet zwar natürlich Felsen, aber im Endeffekt geht der halt schnell down. Ach, das Spiel ist so viel schöner, wenn man sich einfach alles kaufen kann, ne? Man braucht nur am Anfang, wie gesagt, man muss am Anfang mehr auf Militär gehen und sich dann um die Wirtschaft kümmern. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, dann Sire. Ist das Ganze viel einfacher. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Da muss man ein bisschen umdenken, in einigen Level ist das so, ja. Die Goldvorräte sind zu oh, knapp, kein Sire. Gold, was soll das? Ah, hier, Gold. Achtung. Ein Armbrustschütze kostet auch 20 Gold, das ist nicht mal wenig. Kommt Armbrustschützen 100 Gold. Hm? Achtung! Und los! Wie viel habe ich denn? 102 Steine.
möchte jetzt hier böse sein. So. So. Und den hier. So. Ja, fragt euch jetzt sicher, was ich vorhab, was das eigentlich soll. Ich mache hier nur ein bisschen Spaß. Schauen wir mal, wie es bei 35 Scheuer aussieht. Eine Botschaft des Schweins. Die Männer des Schweins kennen nur eins, den Sieg. Und bald sind sie da. Ja, ich habe so Angst vor dir, wie deine Männer schon oft den Sieg davongetragen haben. Achtung! Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Es ja, werden ja. Waffen benötigt, Sire. Rekruten und Waffen und was du nicht die alles Truppen brauchst. Des Schweins greifen an. Hoffentlich greifen. Wow, warum ist der Turm kaputt? What? What the? No! Hey, fickt euch! Nein, mein Plan ging voll nach hinten los. Komm! Nein! Ich konnte das Holz nicht mehr retten. Ah, jetzt hat. Okay, sie drehen ab. Weil ich das zerstört habe, was sie wahrscheinlich angreifen wollten. Hahaha! Intelligent und so. So, dann kann ich es wieder hinbauen. Drehen sie wahrscheinlich gleich wieder um. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ihr habt nicht genügend Güter. Die Burg hat standgehalten. Mich stört jetzt ein bisschen, dass mein Turm irgendwie weg ist. Das finde ich irgendwie blöd. Das finde ich schon irgendwie... Ich weiß auch nicht warum. Der hat sich plötzlich weggezaubert oder wie. Entschuldigung, jetzt verzögert sich das Level nochmal ein bisschen. Wie sieht es eigentlich aus mit Nahrung? Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Ja, unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Du kannst jemand anderen belügen, aber bitte nicht deinen Herrn Meister. Es geht, die wachsen. Euer Gnaden. Ich weiß doch, dass es vorher mehr... Belagerungsgeräte mehr waren. Bemannt. Waffen geschultert. Rücke aus. So, dala. Alles mit Gupfern vollstellen. Auch wenn eigentlich eine am Turm, glaube ich, sogar reichen würde. Bereit, eure Lordschaft. Zur Stelle. Rücke aus. Achtung. Und jetzt. Rücke aus. Jetzt gibt's ordentlich Beef. Beef, der Ausdruck ist Beef, den mag ich eigentlich überhaupt nicht. Das sagen nur so die Assis, ja. Aslaks, Beef. Es gibt's ordentlich Beef hier. Beef hier, Biss. Achtung. Nee, ich kann, also, wisst ihr Leute, was ich am wenigsten mag? Ja, jetzt gehe ich auch schon in diese Themenbereiche, persönliche Meinung und bla bla. Aber wisst ihr, was ich überhaupt nicht ausstehen kann? Deutsche, die in Deutschland aufgewachsen sind, also ganz normale Deutsche wie du und ich und alle, die kein Deutsch sprechen können, die Deutsch mit Dialekt sprechen. Die, keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht sagen, aber die mit, meistens mit Menschen mit Immigrationshintergrund, wie auch immer, zusammen sind, die selber nur gebrochenes Deutsch sprechen. Zum Beispiel jetzt ein Türke, der in Deutschland wohnt, ne? Hör auf da, hey! Und so, dann fangen die Deutschen an so zu reden und dissen, sag ich jetzt mal, die dissen dann voll die anderen Deutschen so, hey Alter, hey, hast du meine Freundin angeschaut? Ich mach dich voll von hinten, du Sau. Es werden Rekruten benötigt sein. Und los! Oh nee, sowas kann ich auf den Tod nicht entlegene ausstehen. Entlegene Dörfer. Wenn ich so jemanden sehe, den könnte in ich diese Richtung sofort eine reinhauen. Einfach so ohne Grund. Sowas hasse ich. Da kriege ich Aggressionen. Bin zur Stelle. Da bin ich patriotisch, muss ich sagen. Und jetzt kommt nicht mit dem Nazi-Scheißdreck. Bloß weil man sein Land mag. Bin zur Stelle. Oder bloß weil man für sich sein Land einsetzen will. Bin zur Stelle. Oder so sagt, Deutschland ist toll oder so. Ist man nicht gleich ein Nazi, bloß weil wir... Die Truppen des Schweins greifen an. Und ja, und jetzt schaut... Schaut, wie sie es wieder metzeln. Nein, nicht da hochgehen! Ich hab es vergessen. Sire! Ladet nach!
Ich habe vergessen. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Das hier wegzumachen, weil dann können die Gegner nicht raufrennen. Waffen geschultert! Ja, aber bereits, schaut mal, wie die fertig gemacht haben. So ein Turm vor, also so ein Vorposten. Achtung! Ist ziemlich zur was Stelle. Schönes, ne? War total für den Arsch. Ich hätte das Level auch ohne geschafft, aber ich wollte es nur so zeigen. Ihr habt ja, nicht genügend Güters Vorratslager. Bin zur Stelle, my lord. Oh, ich kann nichts mehr ins Vorratslager einlagern. Ich muss wieder Zeug verkaufen. Einmal das hier. Holz brauche ich auch nicht mehr so viel. Ist voll, my lord. Das brauche ich alles nicht. Achtung! Bin zur Stelle. Ja, das Level ist geschafft. Mein Bogen ist wir euer. Wir haben bald unsere 200 Steine und ich glaube, so viel schwerer wäre das Level auch nicht gewesen, wenn ich das auf schwer gespielt eure hätte. Eure Befehle? Weil ich hätte nur noch mehr Steine und mehr Zeit gebraucht und es wäre vielleicht und ein bisschen los. Druck mehr gekommen. Aber ihr seht, wie es läuft. 180 Steine habe ich. Bin zur Stelle. Achtung! Man darf sich halt bei so einem Level nicht voll aufs Ziel konzentrieren. Am Anfang hier alles mit Steindinger voll bauen, das bringt's halt einfach nicht. Ich könnte theoretisch auch die ganzen Wälle abreißen. Das würde auch nochmal bestimmt so 20 Steine geben. Das Ziel mit 100 Steinen ist wirklich leicht zu erreichen, weil unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnade. Bin zur Stelle. Und mehr auf Anfang auf Waffen gehen und dann langsam die Wirtschaft anlaufen lassen. Wie gesagt, dann habt ihr halt am Anfang ein leichtes Goldproblem. Eure Tage sind gezählt. Sieg. Woo. Ich habe nicht eine Truppeneinheit verloren. Bäm, ist das nicht geil? Jawohl! Nachdem ihr eure Aufgabe erfüllt habt, zieht ihr euch im Schutz der Dunkelheit in den dichten Nebel zurück. Hinter euch hört ihr die Flüche der Männer des Schweins, die das Kloster suchen. Oh, wir haben die angrenzende Grafschaft gewonnen. Und, also, wir waren gerade auf der Grafschaft, wie es aussieht. Okay. Gut, sieht da oben wieder gleich schön aus, ne? Eine Grafschaft mehr. Okay, der Wolf lässt auch nicht mehr wirklich viel von sich blicken. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Stronghold von eurem Blacky. Ciao, ciao.